Es ist wieder Zeit für Mega Man 9. Schön, dass ihr wieder einschaltet, Leute. Wir haben die Hälfte der Robot Master down. Ist das nicht gut? Oder ich mache jetzt... Ja, hier traue ich mich nicht, obwohl ich das leider schon geschafft habe. Ne, bloß, ich weiß nicht, ob ich seine Schwäche schon habe. Ja, hier war ich noch nicht am Ende. Ich mache den jetzt hier los. Komm. Concrete Man. Wo ich immer noch nicht weiß, was das heißt. Ist egal. Ich schaffe ihn trotzdem. Concrete. Concentrate? Nee. Auf jeden Fall, vielleicht ist es ein Holzfäller. Mal gucken. So, hab ich. Warte mal, Holzfäller? Könnte ich da irgendwie schon eine Schwäche haben von dem? Vielleicht sind das ja so. Vielleicht hat er so eine Allergie gegen Hornissen oder sowas. Oh Gott, hier kommen erstmal Vögel mit Steinen angeflogen, ey, oh Gott. Und die Steine brechen in kleinere Steine auf, ey, wie crazy. Oh mein Gott. Oh, Mann! Oh, Beginner's Trap. Wenn du das Spiel zum ersten Mal spielst, rechnest du halt einfach nicht damit, ja? Und nur wenn man das schon in anderen Megamans hat, heißt das ja nicht irgendwie, dass man jetzt vor jedem Loch denkt, na, aber okay, gut. Wer sowas macht, der ist doch paranoid. Oh Mann! Okay, gut. Aber es ist wieder Zeit, das Level erstmal kennenlernen, ne? Und das Cash hier. Wow! So, wow! Ups! Jetzt dachte ich echt, ich wäre schon drauf gelandet. Irgendwie lohnt sich es ja nicht mehr. Ich habe ja schon wieder alle Leben versaut. Ach ja. Fail. Ist da was? Komm, wir mal in den Laden. Abschnitt wählen. Ich gehe mal hier ein bisschen was einkaufen. So, 166. Na, Mann, hier kannst du wieder Sachen kaufen. Was willst du denn, Mann? Ich kann mir richtig viele Energy Tanks holen. Aber hol ich mir das scheiß Buch, ey. Ich komm hier mal Kumpel Beat. Ich weiß ja nicht, was der macht. Der wird mich bestimmt retten, wenn ich runterfalle, so wie man das schon vorher kannte. Was will ich denn? Will ich das, Leute? Oder hat man sich jetzt mehr von den Dingern? Oder drei? Ja, Eddie. Oder dieses scheiß Buch hier, oder? Was ist das überhaupt? Einfach sie? Ach komm, wir kommen mir mal Beat. Das ist ein Beat-Ruf. Wenn du diesen Gegenstand hast, wird Beat kommen und dich retten, sobald du in einem Abgrund fällst. Der Beat-Ruf kann nur einmal verwendet werden. Ach, naja. Ich wiederhole, der kann einfach verwendet werden. Der muss ich mir ja neu kaufen. Ja, aber irgendwie, der wird ja so schnell... Der wird ja so schnell verbraucht werden, hat man ja gerade gesehen. Ich glaube, wir kommen hier echt Energy Tanks. Warum nicht? So, guck mal her, hier so ein Ding hier. Ja! Das ist ein Energy Tank. Er wird deine Energie wiederherstellen, genau. Kostet dich 30 Schrauben. Richtig günstig. Danke! So, möchtest du noch was? So ein Ding hier. Nee, guck mir noch ein. Habe ich immer noch 100. So, kostet dich 30 Schrauben. Ja! Dankeschön! So, noch ein Leben? Nee, Leben nicht, ne? Macht eigentlich Eddie? Kann ich den einfach so rufen? Das ist ein Eddie-Ruf. Hiermit kannst du die Eddie rufen und er wird dir einen Gegenstand bringen. Der Eddie-Ruf kann... Okay, gut. Ja, dann hol ich mir den einfach mal fürs Inventar. Den kann ich ja gezielt einsetzen, wenn ich möchte. Möchte ich aber nicht. Dann nehme ich das hier noch. Das ist aber was Passives, oder? Das ist ein Stachelschutz. In Kontakt mit Stacheln, genau. Er kann nur einmal verwendet werden. Okay, also... Ja, oder dann nehmt mal her, ne? Ich hoffe, das ist auch so ein Ding, was ich einsetzen kann. Möchtest du noch was haben? Nö. Guck mal, der ist aber nicht ausgegraut. Sprich, den kann ich mir so oft holen, wie ich will. So, jetzt nochmal los, jetzt hier, let's go. Concrete Man, ich bin dabei. Ich mach dich sowas von platt, Mann, du so. Jetzt wie so ein Bauarbeiter-Man, glaube ich. Irgendwie Waldförster-Man oder so. Der würde noch fehlen. Förster-Man. Oh Gott, also die alten Steine muss ich Feuer abballern. Wow, oder die gleiche. Oh, wieder ein bisschen Cash. Oh Gott, schnell die Tü. So, wow, ganz ruhig, aufpassen mit den Steinchen, aufpassen mit den Steinchen. Und ganz viel Cash. Oh, Alter, oh, das ist so fies. Hä? Nein, ohne Stein. Okay, ganz ruhig. Okay, gut. Nur eine andere Farbe. Aber die Kanone geht ähnlich schnell down wie sonst. Wow. Okay, wisst ihr, kann ich hier nur wieder ein bisschen stoppen. Aber sonst muss ich rüberhoppen. Oh, ein Leben, ernsthaft? Hier gibt es echt ein Leben. So, hups. Und, oh je. Ein Leben kriegt man hier aber echt sehr einfach und häufig. Oh Gott. Boah. Ein Elefant. Und, boah. Okay, das war jetzt richtig geil, dass ich genau passend in die Leiter reingejumpt bin. Das ist erstmal so ein Elefant. Habt ihr das gesehen? Oh, und dann jetzt ohne. Oh, ist er fies. Jetzt ohne Leiter. Ist schon klar. Voll geil. Ein Roboter-Elefant. Oh, jetzt runter mit Loch. Habt ihr das gesehen? Wie fies war das denn? Das war richtig schön, richtig magnetmäßig. Erstmal ins Loch in den Zorn. Voll gemein. Das war jetzt aber echt. Ne? Alter, du bist dazugeben hier. Da denkt man sich doch, wie bitte? Ist Mega Man etwa magnetisch geworden?
Wir müssen mal darüber sprechen, wie er gedowngradet wurde, ne? Finde ich ja ein bisschen... Ich meine, ist schon ein bisschen komisch, oder? Das ist ja so ein bisschen so storymäßig doof gelöst, weil... Warum hat Mega Man den Megabuster nicht mehr? Und warum... Also der Slide ist jetzt nicht so wichtig. Bloß der Megabuster, der wurde ja richtig in der Story introduced. Da hat der Dr. Light richtig gesagt von wegen irgendwie, ja, du hast eine neue Waffe, Mega Man, nutze sie weise und so weiter alle. Wisst ihr, also wenn, die wird sogar halt erwähnt, weil er von der Story her Sinn macht. Deswegen ist jetzt, aber jetzt müsste man jetzt irgendwie halt schon irgendwie wissen, warum der jetzt halt weg ist. Warum ist der weg? Das ist irgendwie so, ja, Mega Man, sorry, aber der muss repariert werden. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Ich glaube, einfach rufhalten ist wieder die beste Methode, oder? Also jetzt bleib ich auch erstmal jetzt hinten stehen. Wow. Nein, wann? Mann! Oh, dieser Stun-Hit, ey. Richtig. Also, saug deinen erstmal an. Okay, der Elefant, der will's wissen. Der Elefant will's wissen. Wenn ich da gestunt werde und dann zieht er mich richtig rein, okay. Den Ball kann ich nicht kaputt machen, leider. Der Ball ist too hot, Alter. Okay, aber ansonsten macht der Level einen guten Eindruck. Ich kann mir vorstellen, dass nach den drei Elefanten die Hälfte erreicht ist. Nein! Oh Mann, ey. Man kann auch ganz schön Pech haben mit denen, wie die. Boah! Wie die hier auftauchen, oder? Egal. Einfach alles nochmal. Dafür habe ich ja das extra Leben bekommen. Oh Gott. Ja! Ich will nochmal so eine Leiter haben. Das war voll cool, die Leiter. Vernichter Errungenschaften. Was sind das für Errungenschaften? Das bin der Vernichter, Leute. Habt ihr das gesehen? Ich bin der Vernichter. Wow. Oh Gott, man kann aber rüberspringen. Mann, ich wusste, wenn ich getroffen werde, das ist jetzt scheiße. Wenn das Ding mich trifft, ne? Oh Mann, ey. Wenn ich getroffen werde, dann kann ich mich nicht vor dem Saugen retten. Das ist ein bisschen doof. Okay, hups. Mann! Oh Gott. Oh! Der Elefant guckt voll. Mist. Okay, die Elefanten sind doof. Da muss man erstmal Training haben. Ich muss erstmal irgendwie da den gut ausweichen kann. Ich glaube, er fängt auch nicht an zu saugen, ehe man wirklich, ehe der Ball ganz am Ende da liegt. Also müsste ich irgendwie früher springen oder so, wenn er den Ball schon. Aber. Wenn er den Ball schon vorher angesaugt hat. Nein, oh Gott. Oh Gott, nein. So, Achtung, kommt einer hier. Und, okay. Ups. Ja, ja, Concrete Man, da müssen wir erstmal wieder gucken. Wird denn, kann ich wieder eine Welt sein, die ich nicht schaffe, ey. Dass ich nicht mal zu dem Robot Master hinkommen. Vielleicht ist der ja dafür einfach. Oder ich hab seine Schwäche schon oder irgendwie sowas. Yeah. So, also ich könnte mal dem auch mal üben, wie das ist mit hier mit anderen Waffen oder so. Warte, ich mach mal den Hornissen-Chaser, da kann ich vielleicht ein bisschen auf Abstand bleiben. Mal gucken. Lass mal üben hier. Tschung. Okay, der Hornissen-Chaser war schon mal kacke. Der hat gar nichts gemacht. Der war leider ein bisschen sehr schlecht. Der Ball blockt alles ab. Ich glaube, das wird hier nicht viel bringen. Der Megabuster wird dann noch der effektivste sein. Ich muss hier irgendwie rüberspringen. Mann, das geht nicht so einfach. Oh Mann. Oh Gott. Nein. Oh. Hä, was soll ich denn da machen? Oh, ich glaube, ich muss da echt vor und zurück springen. Aber wenn er mich in der Luft ansaugt, ist das ein bisschen blöd. Okay, gleich nochmal. Gleich nochmal. Üben, Mann. Übung macht den Master. So, jetzt ist alles wieder resettet. Jetzt kriegt er wieder ein Leben, oder? Wow, wow, wow. Ich will ein Leben haben. Oh, Schnee. Das Spiel hat geile Mucke, Mann. Hups. Warum hat das Spiel so geile Mucke? So, wenigstens ist das Anfangsgebiet schon mal sehr, sehr einfach hier, ne? Ich bin cool. Ich schaff hier alles, Mann. Hups. So, und Leben wieder da? Ja, natürlich ist das Leben wieder da. So richtig einfach. So ein richtig einfaches Leben. Einfach gecashed. Hups. Düdli. Was könnte mal... Ob der Trident irgendwie mehr bringt? Ich guck mal. Kann ich mir bei dem hier üben. So.
Er braucht ganz schön viele, aber. Aber an sich, naja, mal gucken, ne? Mal gucken. So, bei dem hier kann man ja zum nächsten, so dass man ja keinen Schaden kriegt eigentlich. Yeah! Habt ihr das gesehen, wie cool ich war? So, jetzt hier, die Kugel rollt er nur auf dem Boden lang. Ah, das ist die Taktik, Leute. Oh, einfach sterben ist die Taktik. Okay, die Taktik ist in der Mitte zu bleiben. Aber, oh Mann. Naja, man lernt. Man lernt und ich glaube irgendwie... Mann, ich weiß echt nicht, welche Waffe hier am besten ist. Es wirkte gerade sehr schnell mit dem... Na, ihr wisst schon, mit dem Trident wirkte das eigentlich an sich recht fix. Ist erstmal schon aufgeladen hier, dank meinem Equalizer. Oh Gott. Oh yeah, oh yeah. Oh, oh. Ja, ja, so macht man das hier immer wieder dasselbe. Aber egal. So, das war das eine Gratis-Leben, was ich ja jetzt bekommen hatte, ne? Also alles cool. So. Boah, explodiert. So, hier ist der Doofe, der Ball springt am Anfang. Oh Gott. Okay, da muss man am Ende rüberjumpen. Yeah, okay, gut. Hat doch funktioniert. Na komm schon. Yeah, hat ihr das gesehen? Und jetzt sagt nicht, es kommt noch ein grüner Ball. Weil es kommt noch mal mit Löchern und ein grünen Ball. Ne, okay, gut. Alles super dupi. Warum ist schon wieder irgendwas? Wie soll ich denn da rankommen? Okay, warte mal. Dann ist hier einfach so eine Lücke. Okay, Moment. Komm her. Ja, schwimm. Okay, warte mal. Wenn hier irgendwo eine Lücke war, ne, dann muss hier irgendwo... Okay, heißt das vielleicht irgendwie, dass dieser Block sieht ja auch anders aus. Ne? Ist das ein bisschen Foreshadowing, Leute? Dass ich da irgendwie mal drauf achten muss? Wie komme ich denn jetzt da hin? Hä? Wie soll ich da oben hinkommen? Warum ist das hier so anders? Nee. Tja, kein Plan. Hier mal die Hornisse. Holt sie! Oh, ist ja geil! Die Bienen können einen Sachen holen! Das ist ja geil! Okay, der Hornissen-Chaser ist doch geil, Mann. Ist eine geile Weapon. So, ich denke, ich habe den Checkpoint erreicht und ja, noch so gut wie normale Leben. Oh Gott. Okay, aber dann kann der jetzt echt hier los hier. Hol mir mal das Cash! Alter, wie cool! Du holst mir echt das Money! So, was sind das hier? Falllöcher? Okay, gut, ich dachte schon, das Wasser, da kann ich reinfallen. Aha, so, jetzt habe ich ja schon gut gemacht, designmäßig, ne? Ich weiß ja jetzt schon, dass der eine Block, der anders aussieht, ist ein Loch. Das weiß ich ja jetzt schon. Und da gucken, ob sie ihn einen verarschen wollen. Das kann natürlich auch sein, oh Gott. Boah, so, hier springt man jetzt vorsichtig rüber. Weil, ich glaube, das Wasser zieht mich rund... Oh Gott, was zum... Okay, wartet mal, ich muss jetzt... oh Gott, wenn man das nicht sieht, ne, hat man echt Angst. So, die Spinne da zeigt mir leider nicht an, wo die Löcher sind. Dass sie wieder reinfällt oder sowas. Toll. Okay, es ist wieder Zeit für den Hornissen-Chaser. Yeah. Das ist echt cool. So, gilt die Regel immer noch? Ich glaube, ja. Hab's. Jawohl. So. Deshalb ist es richtig schön, ne? Das ist schon richtig cool, den alten Mega Man spielen. Wäre der Lerneffekt der gewesen, wenn du darauf reingefallen wärst. Wenn du in das Loch gefallen wärst, dann hättest du den Lerneffekt gehabt, sprich zum Preis von einem Leben. Hier sind jetzt einfach nur von wegen, jo, du kriegst das einmal ungefährlich mit, was sehr, sehr cool ist. Und ab da bist du dann Bescheid. Okay, was macht das? Okay, seht ihr wieder sowas. Wieder sowas, was einem Bescheid gibt. Das fährt einmal hoch. Und dann, okay, und das fährt da runter. Ach, hey, okay, also. Swoot, ja. So, Swoot, alles klar. Swoot, yeah, und ich bin da, Leute, geil. So. Ich versuch mal gleich die Hornissen bei Concrete Man zu machen. Eigentlich so, was das sein soll für einer. Ist der irgendwie so ein Bauarbeiter? Wer ist denn das? Ja, los, meine Hornissen, flieg hin! Oh Gott. Okay, die Bienen machen leider nichts. Vielleicht sieht der aus wie so ein Steintyp. Alter, kann der Blöcke machen? Oh Gott. Ne, leider keine Schwäche, leider. Oh Gott.
Okay, was könnte denn seine Schwäche sein? Hier, der Schweinert. Mal los! Wow, wow, wow! Nein, nein! Okay. Wow, nicht das Leben, ist das Leben. Okay, was, das ist mir wert. Ich glaube, es ist wirklich der Trident. Das ist mir jetzt mal ein Energy Tank wert. Yeah. Ich glaube, der Trident ist seine Schwäche. Habe ich gerade richtig gesehen, dass er so viel Schaden gekriegt hat. Jupp, alles klar. Trident war Concrete Mans Schwäche. Nur weiß keiner so genau warum. Egal. Yeah. Energy Tank, sei Dank. Ja, aber die Energy Tanks machen ja allgemein alles ein bisschen leichter. War schon immer so. Neue Waffe erhalten. Es ist. Jetzt kann ich Blöcke machen, oder was? Concrete Shop. Alter, ich kann jetzt eigene Blöcke machen. Wie cool. Das ist echt cool. So, lass absaven, Mann. Überwitten. So, alles klar. Cool, Leute, es läuft. Es läuft doch wirklich, oder nicht? Abschnitt wählen. Oh, wieder neue Story. Ich habe Rush mit einem Upgrade verbessert. Ja, damit er dich besser unterstützen kann. Oh, sehr schön. Halt, stopp, Mann. Cool, der Jet. Also kriegt man die auch noch ganz normal. Nach normalen Bossfights. Also nach normalen Strecken. Bloß diesmal mit einer kleinen Cutscene. Ich werde versuchen, ihn etwas zu verlangsamen. Nein, ist doch voll geil. Okay, jetzt haben wir anscheinend Rush. Dann kriegen wir wohl alle Waffen soweit auf normale Art und Weise. So, ich habe jetzt hier, also, wir haben jetzt die Schwäche Trident rausgefunden. Wie mache ich denn jetzt? Versuche ich nochmal ihn hier. Habe ich jetzt von ihm eine Schwäche? Ich weiß es nicht. Vielleicht ist es wirklich seine Schwäche, weil so ein Stein, den ich mir jetzt erstellen kann, der leitet ja keinen Strom. Oder sagt man so, ne? Aber, ach komm, den haben wir schon gesehen. Ich mache jetzt erstmal Tornado Man. Oh mein Gott, was ist denn los? Tornado Man, Mann. Okay, habt ihr gesehen, der war gerade in so einem... Ich glaube, der ist schnell, oder? Da würde ich aber irgendwie mal Black Hole probieren. Da probiere ich mal Black Hole aus, wenn ich überhaupt zu ihm hinkomme. Oh Gott, was bist du denn hier? Hör auf, hier rum zu schießen. Oh Gott. So. Eine obligatorische Himmelsstage. Okay, da kann ich bestimmt... Dreht sich das Ding? Kann ich da drauf stehen bleiben oder dreht sich das Ding? Okay, oh. Okay, ich dachte gerade echt, ich fall runter. Aber gut, okay. Magnetisch, alles klar. Auf in die Wolken. Ich muss aber bestimmt trotzdem springen, wenn ich oben bin, ne? Sonst kann ich mir vorstellen, dass er sonst... Ja, okay, genau. Wow, Alter. Okay, krass. Das ist auch ein geiles Feature, ey. Ja. Wow. Oh Gott, okay, warte. Oh Gott. Ah, nicht den Kopf stoßen, Mega Man! Okay, wir sind gehen jetzt in Kill. Ist doch schon mal schön, hups. Boah, Alter. Das ist auch eine geile Stage. Okay, wartet. Ich warte mal kurz aufs Mega Man, bevor das Magnetding ankommt. Jetzt! Okay, gut, ich gehe einfach unten lang. Ist doch scheißegal. Aber auch cool. Das wird ja schon. Wow! Oh Gott! Okay, man darf nicht den Ballon abballern. Sonst ballert man sich ins eigene Fleisch. So ist das jetzt wieder. Wow! Okay, die haben einfach mal die Ice Stage mit wie es irgendwas kombiniert. Alles klar. Oh Gott, oh Gott. So. So, sind das jetzt hier Instant Kill-Dinger oder was? Sind das jetzt Instant Kill-Stacheln? Ich weiß es nicht. Oh Gott, was zur Hölle? Okay, es ist einfach nur Windy. Okay, weil ich hier unten bin, der hier bleibt genau hier stehen. Okay. So. Okay, alles klar. So, wartet aber jetzt die Hälfte, weil immer, wenn man ja so runtergeht, dann könnte ja schon sein... Nö. Okay. Dann wohl doch nach Zwischenbossen. Ah, das Level sieht auch sehr interessant aus. Ach, schade, ich hab das so cool geschafft, da die olle Stelle. Und jetzt bin ich doch wieder so am Arsch. Bin einfach am Arsch. Oh Gott. Wow, wir haben es knapp nicht getroffen. Kann ich einfach hier hochschauen? Nee. Okay, na komm. Ich hab's einmal geschafft. Also schaffe ich es nochmal. Das ist voll geil. So. Ups. Nein, ich will mit. Oh. Yeah. 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 Ups. Oh. Auch wieder einfach das. Auch an sich. Nein. Oh Gott. An sich auch sehr einfach zu verstehen. Ich kann nur einfach echt immer hochspringen. Oh Gott. Alter, zum Glück ist der echt magnetisch, Mann. Wow. Oh, zum Glück ist Mega Man ein Metalhead, ne? Wow, wow, wow. Okay, hab's. Nein!
Leute. Okay, ich habe noch ein Leben. Ich dachte gerade schon, das Spiel ist aus. Aber Leute, erstmal ist der Part aus. Ja, der Part ist erstmal für heute aus. Vielen Dank auf jeden Fall fürs Zusehen. Das ist doch geil, wir haben wieder einen neuen Robotmaster besiegt. Das Spiel macht echt Spaß. Mal gucken, wie weit wir beim nächsten Mal kommen. Ciao, ciao.